dann hier rein. Vermute, dass da ist, was wir suchen. Das war dein genialer Angriffsplan? Junge, wir müssen dringend reden. Das geht so nicht. Ah, das zischt hier so. Ich wusste, irgendwas ist. Aus meiner Teekanne. Korrigiere die Teebeutel aus meiner Teekanne. Ladezeit hat natürlich nicht ansatzweise gereicht und ich habe mich hier ver... Ah, jetzt. So ein bisschen D&D-Feeling kommt schon auf, ne? Okay. Ist da jemand? Wir machen das jetzt erstmal auf die ganz stumpfe. Ich hätte etwas gehört. Gerade die neue Stufe, ne? Ne, nicht Magika. Gesundheit. Nee, also ja, aber ich will hier in die Schmiedekunst. Ich will die... Erfordert 50. Können wir nicht. Darn it! Gibt's hier was zu machen? Nee, den haben wir schon. Er wird Sturzschaden. Wiegt nichts. Hier, das, da will ich eigentlich hin. Das haben wir schon. Hier brauchen wir 70 für. Na gut. Ich werde euch vernichten. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Batz. Du hast nämlich voll mein Schild ins Gesicht. So, na bisher hat ja der Frontalangriff ganz gut funktioniert. Das lässt ja hoffen, dass diese Strategie auch weiterhin von Erfolg gekrönt sein wird.
verbrannte Bücher. Worst Anblick ever. Was? Guten Morgen. Ibis. Der Wolfi. Ah! Es tut weh. Glaubt ihr, ihr könnt es mit mir aufnehmen? Ich mache Hackfleisch. Oh, ich glaube, sie hat es verstanden. Ah, wir sind wieder an dem Traglastpunkt. So realistisch es ist, ne? So nervig ist es auch. Ich glaube, diesmal müssen wir die Bücher hier lassen. Das ist ein Luxus, den können wir uns dieses Mal nicht erlauben. Ich habe ja noch ein paar Metalle dabei. Das ist auch nicht so schlau gewesen. Ja, und wir haben natürlich den Drachen gelegt. Was sich durchaus auch in Gewicht niederschlägt. Und der Wilkas trägt ja nichts, der faule Seifeneimer. Echt? Jetzt hat der eine Trank dafür gesorgt, dass ich überladen bin. Na gut, ich habe halt auch wieder mein ganzes Sammelsurium mit dabei. Na, muss man schon der Fairness halber sagen. Das war einfach. Also sehr geradlinig. Gut. Was ist hier Hübsches? Na komm. Verrat's mir. Komm schon, komm schon. Lass mich rein. Lass mich rein. Das ist nicht richtig. Guten Morgen. Ja, da hat er wohl geschlafen. Richtig, genau das ist passiert. Zaubertrank der Heilung, das finde ich gut. Ach, der Beistelltisch ist leer. Ist doch gut. So, in der Truhe ist aber was drin. Gold und veredelter Mondstein. Wird eine sehr, sehr traurige Geschichte hier. Tschüss, Spitzhacke. Die Stahlbarren werden auch nicht durchhalten, aber das ist in Ordnung. Wir werden es immerhin versuchen. So. Ist da jemand? Nein.
dachte, ich hätte etwas gehört. Nee, hast du nicht gehört. Hast du dir eingebildet. Da funktioniert meine Taste nicht. Jetzt geht's doch. Vielleicht muss ich doch ein Schild nehmen. Okay, jetzt einmal kurz. Jetzt muss ich noch einmal kurz hier in die Schreie rein. So, mich jetzt nicht spontan noch nicht überzeugt. Jetzt. Aber auch tatsächlich, dass wir vermehrt zu Debuffs greifen müssen. Haben wir das hoch. Und den Holzteller haben wir auch. Den wollte ich jetzt allerdings nicht. Mana-Trank. Da ist der Hebel. Da ist eine Truhe. Da ist ein Geldbeutel. Das habe ich doch gesehen mit meinem Adlerauge. Dann ab in den Schattenstollen. Für Stollen ist ja so langsam auch wieder die richtige Jahreszeit. Ich weiß, nicht alle mögen Stollen und nicht alle mögen Stollen in derselben Variante. Ich bin ja zugegeben die Fraktion kein Marzipan, aber dafür gerne Rosinen. Ist da jemand? Krieg! Geht dir irgendwann noch mal die Booster aus hier? Der hackt da auf mich ein. Eieiei. So, geringe Ausdauer. Zack, zack. Heilung, Heilung, Heilung. Kräftige Heilung. Ja, sind wir in einem Zustand, wo wir konkurrenzfähig sein sollten. Hier hinten schläft einer. Warum schläft man denn hinter der Falle? Andererseits schläft er im Weinkeller, also vielleicht hat das seine gewisse Berechtigung. So. Verstehe immer noch nicht, warum die silberne Hand, ne, die ja Werwölfe jagt, das in Fell- und Lederrüstung tut. Nein. Krieg. Oh, da kommt Nachschub. Bezahlt ihr. Sehr schön, da habe ich dich mal beide erwischt. Und?
Gefällt euch das? Jetzt bezahlt ihr. Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. So haben wir das gemacht. Kümmern wir uns jetzt erstmal um die Lebenspunkte. Orkische Kriegsaxt. Unter anderen Umständen. Anders total gerne. Aber wir werden diesmal ganz sparsam sein müssen mit dem Inventarplatz. Die haben wir, naja. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber da ist so ein Schneeloch. In eurer Feste. Mit dir reden? Aber mit dir kann man nicht reden. Aber diese Werwölfe, die lassen einfach nicht mit sich reden. Das bedauere ich jetzt sehr, ne? Aber ist klar, dass wir dich nicht einfach hier lassen können. Ach ja, man kann nicht durch Türen schießen. Ja. Interessant. Er ist durchsichtig, also durchgängig. Ich vermute aber, wenn wir ihn jetzt rauslassen, wird er plötzlich sehr, sehr real. Ja, das war klar. Wie frech. So, hoppa. Was war das? Ich war das. Aber das ist okay. Glaub mir. Ich aber schon sagen, der hat sich gewaschen. Blutige Lumpen könnte auch ein Buch sein über eine Bande Anfängerdiebe. Wilkas regelt. Ach, da hinten. Anfahrer den Nacht!
Ne, also ohne Witz, ich bin mit meinem Schadensoutput kann ich gerade so mithalten. Vorausgesetzt, ich nutze den Schrei dafür. So, da werden wir gleich unser Inventar nochmal ausmüllen müssen. Irgendwas? Nee. Von Relevanz. Der Wein kann raus. Auf dem Rückweg können wir dann vielleicht die Tragfähigkeit erhöhen und noch Dinge looten. Dann bleibt die Kriegsaxt hier. Hallo Netti, schön, dass du reinschaust. Wie ist es bei dir? Ich hoffe, es ist alles schick. Und nein, du musst nicht antworten. Du darfst gerne direkt im Lurk verschwinden. Das ist gar kein Problem. Ihr gehört mir. Hier drüben. Ja. Das war gar nicht. Wirklich? So? Ja. Ja. Der Schaden, ey. Das könnte spannend werden. Muss ich, glaube ich, geschickter machen. Muss ich, glaube ich, vor allen Dingen anderen Schrei anwenden. Bei Ismir lebend kommt ihr nicht raus. Ausgeschlafen. Sehr gut, so muss das. Ja, könntest du jetzt endlich mal. Ich kann dich nicht besiegen. Danke. Krieg. Haben wir. Und die Quest Option vernichte die silberne Hand ist gedroppt. Das bedeutet, wir sind wahrscheinlich fertig. Würde ich mal behaupten. Ausgeschlafen, so lang und so gut. Da habe ich schon angefangen zu streamen. Das kann gut sein, wenn du bis nach 12 geschlafen hast. Ist das nicht ganz auszuschließen. Eine Vulkanglaskriegsaxt. Okay, die müssen wir uns angucken. Eventuell bin ich ein bisschen verliebt. Können wir hier... Möglicherweise... Nee. Nichts Sinnvolles, um es zu verwenden. Wir haben so ein paar Stahlbarren, aber die alleine helfen uns nichts. Wir können einen kaiserlichen leichten Schild bauen. Ja, na dann. Hat jetzt unsere Inventarsituation nicht relevant verbessert. Das ist mir schon bewusst. Aber das ist im Zweifel was, was wir einfach hier liegen lassen können, ohne dass uns viel flöten geht. So, pass mal auf. Hier Vulkanglas Kriegsaxt mit 41. Ist knapp besser als die orkische Kriegsaxt. Die können wir dann nämlich raushauen. Dann haben wir jetzt nämlich erstmal wieder Platz, um da in Ruhe rüber zu gehen. Die Wutrandfragmente einzusammeln. Hier einmal ins Buch zu schmökern. Hier einmal
ins Buch zu schmökern, den Geldbeutel einzusammeln und in dem Kleiderschrank ist nur ein Hut. Naja, das ergibt ja auch Sinn, man muss ja in dem Beruf schon mal auf der Hut sein. So, dann können wir jetzt nämlich hier unsere Tragestiefel und den Tragering anwählen und dann können wir anfangen, hier Dinge einzusammeln. So, das hat ja nicht lange gehalten. Schön. Der kann aber weg. So. Dann haben wir bestimmt noch einen Trank, oder? Der Stärke? Nee. Die haben wir alle gesüffelt. Hier, Lösung der Stärke. 5 Minuten. Das sollte uns vielleicht ausreichen. Um das hier hinzukriegen. Die hatten wir, na. Ja. Okay. Dann geht's hier weiter. Können wir hier noch nach Loot gucken, was wir mitnehmen können. Die hatten wir tatsächlich alle noch dabei. Dann gehen wir noch ein Stückchen rein. Hier fängt es an, dass wir die Schwerter haben liegen lassen. So, hoppa. Wie geht's selbst? Ja, ganz gut. Hatte heute ein paar Anlaufschwierigkeiten und ich bin heute irgendwie ein bisschen tüttelig. Mache irgendwie so Kleinscheißfehler den ganzen Tag, aber das, hält uns nicht auf. Ansonsten ist aber alles schick. Bam, 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 bam. Nee, den Zweihänder will ich nicht. Der ist nämlich nicht effizient, was das Gewicht angeht. Das Silberschwert nehme ich hier noch mit. So. Und das ist dann auch der Teil, der es gewesen sein soll. Wir können hier nochmal reingucken. Aber hier sind, glaube ich, wirklich nur Nahrungsmittel. Ja. Gott, dann gehen wir ja jetzt raus. Die Truhe hatten wir. Na ja, die hatten wir. So. Und hier geht's dann raus. Alter, diese ganzen windschiefen Treppenstufen. Wird's einem ja schlecht, wenn man da hochläuft. So, das haben wir. Und weil wir vollgestopft sind, machen wir jetzt auch keinen Quatsch, sondern gehen direkt nach Weißlauf. Habe ich die Gelegenheit, mir eine Tasse Tee einzugießen?